Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. Ah, die arme Ada, die pfeift jetzt aus dem letzten Loch gerade. Ja, ich weiß, hätte eigentlich den letzten Schlag von dem Tyrant vermeiden können, aber ganz ehrlich, ich habe mich überhaupt schon gewundert, dass ich es durch diesen Raum hier komplett geschafft habe, ohne Schaden zu erleiden. Ganz ehrlich, ist es für mich besser, wenn mich der Tyrant einmal erwischt hat. Komme ich ehrlich gesagt besser mit zurecht. Ich hoffe, hier finden wir gleich irgendwo etwas zum Heilen. Das wäre langsam überfällig. Und ich hoffe, dass der Tyrant mir nicht hier gleich hinterher springt. Der gute Mr. T. Aber leider nicht der sympathische. Wir haben hier ja bereits gesehen, dass der Raum rot ist, mit anderen Worten. Hier gibt es garantiert noch etwas, was wir mitnehmen können. Oh, ups. Schauen wir doch hier mal nach. Okay. Das bringt leider nicht viel. Und hier oben ist auch nichts, das glaube ich nicht. September-Inspektion, zweite Woche. Mit dem frisch eingetroffenen neuen Armband können wir endlich mit unserer Inspektion des Abrissgeländes beginnen. Was den Bericht von neulich über den Verbrennungsofen angeht, so ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich ist es nur Sperrmüll. Ich werde nach Abschluss dieses Berichts mal einen Blick drauf werfen. Oh je, der Verbrennungsofen. Okay, ich wollte schon sagen, wehe, jetzt sagt mir das Spiel, das hat schon gereicht. Um den Raum von rot zu blau zu färben. Pardon? Ah ja. Ah, das bedeutet, die Tür ist jetzt offen? Tatsache. Okay. Was ist hiermit? Das führt einfach ins Nichts, oder was? Was bringt es denn dann, bitteschön? Oh. Ist hier etwas? ID-Armband, Tatsache. Ein schlichtes Armband. Oh, nö, ne? Du Bitch. Bravo. Verbrennen Sie mich jetzt lebendig. Sie kriegen G nie in ihre Drecksfinger. Bin nicht als Einzige dahinterher. Aha. Das wissen Sie. Dann sterben Sie nicht allein. Ja. Ich weiß, dass ich. Ah, okay. Jetzt erst kann ich da rumhacken. Yay. Aber jetzt fix hier. Okay. Come on. Okay, hab's gleich. Komm schon. Oh Gott, das ist nur eins. Verdammte Axt. Okay. Okay. Dann wahrscheinlich hier noch irgendwo einen Schalter nochmal umlegen. Wo ist der Schalter? Hilfe! Oh nein, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Das Miststück weiß, was er Ah. tut. Wieso? Okay. Wie habe ich es geschafft, nicht instant zu verbrennen, nachdem die Zeit abgelaufen ist? Wie genau ist das passiert? Ich meine, ich bin froh, dass ich nicht gestorben bin, aber holy shit. Ich bin sowieso schon kurz vorm Abnippeln. Das ist nicht gut. ID-Armband Besucher. Ein Armband, das als elektronischer Schlüssel dient. Derzeit befindet sich darin ein Chip mit Besucherrechten. Ja, toll. Wie wär's, wenn ich mal endlich ein verdammtes kleines.
Kräutchen bekommen könnte. Etwas zum... Ach, egal. Besucherrechte bestätigt. Ah. Ihre ID ist gültig bis 1. Oktober. Bitte bis zu diesem Datum zurückgeben. Könnt ihr vergessen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, welches Datum heute ist, um ehrlich zu sein. Welches Datum in dem Spiel gerade gilt. Aufbereitungsraum. Yeah. Moment. Vorher gehe ich noch den einen Raum hier entlang. Ich meine, etwas wird hier außer einem Dokument wahrscheinlich nicht zu finden sein. Ja, okay. Ich hatte auf ein Dokument gehofft. Ich habe ja bereits gesehen, dass der Raum blau ist. Ganz ehrlich, die können mich hier doch nicht die ganze Zeit als Ada spielen lassen, ohne mir auch nur ein einziges Kraut zu geben. Oder ein Erste-Hilfe-Spray. Irgendwas. Stattdessen lassen sie mich in einen Raum nach den nächsten reinlaufen, wo nur die Schlüssel-Items den Raum ausfüllen und ansonsten nix. Schluss mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Das Spiel ist aus. Verloren. Sagen Sie mir, ist Ihr Mann noch am Leben? Oder ist er eliminiert? Und Sie ernten die Lorbeeren für Jean. Interessante Theorie. Okay. Wenn Sie nicht kooperieren, hole ich eine Probe vom Nest. Nur über meine Leiche. Müllmonster? Wie jetzt? Und nun? Wache ich jetzt wieder als ich? Unfassbar. Tja, hättest bei ihm bleiben sollen, bis er aufwacht, Ada. Ada. Ja. Aber klar, sie wollte ja die gute Birkin verfolgen. Schon klar. Ada. Verdammt. Tja. Du hast gesagt, du brauchst ihn. Schon ist er zur Stelle. Und unterwegs. Ada! Wo bist du? Wow. Bekomme gerade... Ach ja, stimmt ja. Und ich bekomme die Trophäe erfolgreich gehackt? Moment, wofür denn? Ah, okay, erfolgreich gehackt ist die Story-Trophäe, die ich sowieso bekommen hätte. Und die Trophäe Superspionin habe ich dafür bekommen, dass ich Adas Kampagne jetzt komplett durchgespielt habe, ohne die Pistole zu benutzen. Also scheinbar soll man für die Trophäe nur dieses Hacking-Tool benutzen und keinen einzigen Schuss abgefeuert haben. Hm, interessant. Ja, okay, und wenn die Passage von Ada, sagen wir mal, tatsächlich so kurz ist, dann wundert es mich ehrlich gesagt auch nicht, dass nirgendwo ein Heilkraut rumgelegen hat. Dann sei es verziehen, sagen wir es mal so. Ja, wir können ihr natürlich leider nicht folgen. Zumindest nicht auf direktem Wege. Ist der hier benutzbar? Ja, passt doch. Super. Ah, hier geht's weiter. Schleuse. Ist da eine... Ernsthaft schon die nächste? Ha. So, jetzt ist die Frage. Schleuse. Okay. Das ist ja schon wieder direkt blau, also brauche ich gar nicht erst damit zu rechnen, dass dort unten zum Beispiel ein Farbband auf mich wartet. Aber ich wäre durchaus bereit, jetzt schon ein Farbband zu opfern, oder? Wobei, zugegeben, wir haben ja jetzt eigentlich noch nicht so viel gerissen. Klar, mit Ada
haben wir jetzt erfolgreich ihre Passage durchgespielt, aber es war jetzt echt extrem kurz. Und das ist eine Passage, ich muss ja im Prinzip einfach nur den Verbrennungsofen hacken und durchlaufen, mehr ist das ja nicht. Und dafür ein Fahrband zu benutzen, ne. Würde es kein Fahrband kosten, klar, instant speichern, aber so, lohnt es sich für mich nicht. Da belassen wir es erst einmal dabei. Es kommt ja noch ein kleines bisschen was von dieser Kampagne. Von daher sparen wir uns das für eine Passage auf, die vielleicht ein kleines bisschen stressiger sein wird. Oh, schön. Das. Ja, natürlich darf der gute Leon sich hier durch die leckere Suppe kämpfen. Ich merke schon. Ah, guck mal, da wären wir ja beinahe an wie viel? 10 Schüssen vorbeigelaufen. Okay, wir haben jetzt sogar schon einen Stack voll. Ich hätte zugegebenermaßen ein paar Schüsse in die Truhe zurücklegen können. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. War das? Das war echt schon das einzige Item, das hier rumliegt. Das ist krass. Ich höre doch was. Irgendwas höre ich hier. Ihr könnt mir nicht sagen, das ist nichts. Das ist definitiv was. Hier kommen doch gleich Zombies die Reling runter. So, oberer Kanal. Ich sehe schon, links ist eine Sackgasse. Ich gehe trotzdem rein. In der Hoffnung, dort ein Item zu finden. Yay! Shotgun Shells. Sehr gut, das war tatsächlich wieder das einzige Item. Wo zum Teufel soll jetzt der Zombie sein? Den habe ich garantiert gehört. Das ist unglaublich. Die machen mir hier Angst mit Sachen, die gar nicht da sind. Oh boy. Ja. Ja! Hallo, Mr. Janitor Guy. Guter Hausmeister, ja? Hausmeister Jenkins. Keine Ahnung, ob er so heißt, aber er sieht aus wie ein Jenkins. So, haben wir's? Ja? Ist der Verlust deines Beines genug, um aufzugeben? Okay, das Messer ist ja noch einigermaßen gut in Schuss. Ich dachte schon, es wäre kurz vorm Brechen. Ugh. Ja. Das kann schon mal nichts Gutes verheißen, wenn hier schon gepanzerte Leute in ihrem eigenen Blut liegen. Digitale USS-Videokassette. Noch nicht mal VHS, USS. Moment mal, was? Stand da jetzt? Eine digitale Videokassette vom Leichnam eines Spezialeinheitssoldaten. Ja, läuft. Der steht hoffentlich nicht wieder auf. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass der etwas dabei hat. Die wurde schnell zerschlagen. Okay. Was ist das? Treatment Facility. Aha. Also ein Behandlungsraum? Ich glaube, Treatment heißt nicht nur Behandlung. Elektronikteil. Yay! An sich nicht schlecht. An sich nicht schlecht, denn jetzt kommt der Zombie da hinten nicht mehr zu mir rüber. Was? What the f... Oh ja, geil. Ganz groß. Wow, wirklich? Der eine Schuss hat schon gereicht. Das ist echt? Aber sein Kopf ist nicht geplatzt. Ha.
Naja. Aber dennoch. Steckdose, ja. Was soll ich... Es gibt ja jetzt nur noch diesen einen Weg. Bist du tot? Ja, bist du nicht. Bist du klar. So. Oh, hast du keine Arm, kein Beinchen mehr? Das war so klar. So. Ohne Beine sollte er es schwer haben, mir hinterher zu kriechen. Ah, shit. Okay, hab keine andere Wahl. Aber irgendetwas hier scheint ja noch rumzuliegen, sonst... hätte sich das hier bereits... blau verfärbt. Kommt, findet er zu mir? Sieht er mich überhaupt? Der sieht so aus, als hätte er schon sehr viele Headshots abbekommen. Hallöchen, kritischer Treffer. Perfekt. Irgendwo hier muss ja noch ein Item rumliegen. Okay, meine Suche nach diesem geheimnisumwobenen Item, das hier noch versteckt liegen soll, hat sich erübrigt. Ich habe jetzt erst den Gedanken gehabt, vielleicht ist es ja dieses Elektronikteil, das ich zu jeder Zeit wieder herausnehmen könnte. Und ja, tatsächlich, darum handelt es sich. Wenn ich das ins Inventar aufnehme, wird der Raum sofort blau. Da habe ich mir mal wieder Gedanken um nichts gemacht, aber weiß man das vorher? Natürlich nicht. Was haben wir hier? Kampfmesser, perfekt. Hat von weitem so ausgesehen, als ob da Farbbänder liegen würden. Hätte mich sehr gefreut. Okay, hier brauche ich mal wieder nicht großartig zu suchen. Naja, da geht's wohl kaum weiter. Da auch nicht. Doch? Scheiße! Momentchen mal. Hätte ich nicht theoretisch auch hier entlang gehen können? Oder geht das nicht, solange das Wasser nicht abgelassen ist? Shit. Ich hoffe, ich komme da noch einmal hoch. Naja, zwei Türen sind dort oben noch verschlossen gewesen, also natürlich sollte ich da theoretisch noch einmal hochkommen. Sehe ich da hinten tatsächlich irgendein undefinierbares Blob-Ding? Och nö. Ja, das werde ich hier wohl kaum benutzen müssen. Ja. Was zum Teufel ist das? Ich will es eigentlich nicht wirklich wissen. Hochwertiges Schießpulver, yay. Jetzt bin ich aber auch leider voll. Und hier sind noch scheinbar noch Items versteckt. Was ist das? Kann ich daran vorbeigehen? Nein! Alter! Igitt! Was zum Teufel? Hilfe! Alter! Oh. Was zur Hölle? Kannst mein Messer ruhig behalten? Ich habe sowieso noch ein heiles. Ja. Das Messer, das ich da jetzt reingerammt habe, ist wahrscheinlich jetzt eh kaputt. Seilbahn. Interessant. Hm. Nett. Oh, ich hab dort unten schon ein rotes Kraut gesehen. Hm. E-Mails an das Umbrella HQ. Direktor Owens, im Nest jagte ein Alarm den nächsten. Ich weiß zwar nicht, was hier vor sich geht, aber ich höre Schüsse und kann meinen Bereichsleiter nicht erreichen. Wir sind gefangen. Bitte schicken Sie schnellstmöglich Hilfe.
Direktor Owens, die Lage ist ernst. Das Nest wurde mit dem Virus kontaminiert. Einfach unfassbar. Das ausfallsichere System ist gar nicht angesprungen. War das ein Außenstehender? Ich habe keine Ahnung, wer es sonst gewesen sein sollte. Kim ist tot. Ich leide unter schrecklichem Hustenreiz. Warum antworten Sie nicht? Direktor Owens, Sie waren das von A... Wo ist sie denn hin? Na super. Oh ja, puh! Probieren wir das doch. Oh, hat nicht funktioniert. Schade. Ja. Da bleibe ich erst einmal hier oben und gucke mir den Raum an. Den Steuerraum. Hier noch etwas? Nein. Ah. Munition. Sehr gut. Kann ich gut gebrauchen. Was war das für ein Blob-Ding da unten? Jetzt mal ganz ehrlich. Es hatte zu viele Mäuler, zu viele Zähne. Einfach mal zu viel von allem. Okay, scheinbar kann ich hier oben tatsächlich nichts anderes machen, als hier erst einmal runterzuspringen. Oder den Code für den Spind zu erraten, aber... Was ist jetzt wieder los? Hört sich gar nicht gut an. Nope. Komm schon. Ah, da ist sie. Ada. Erzähl mir nicht, da kommt gleich dieses Blob-Ding. Ich komme, Ada. Durch. Ada retten, okay. Nehmen wir uns erstmal hier die Karte der Kanalisation. Oh, ich sehe Farbbänder. Sehr gut. Das hier ist sogar ein Speicherraum. Krass. Das ist super. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Okay, dann verstaue ich erst einmal das meiste hiervon. Ja. Dann spiele ich das Videotape ab. Das hier gucke ich mir auch an. Broschüre der Kanalbaufirma. Grußwort des Vorsitzenden. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Knights Construction Company. Im Laufe der letzten 20 Jahre hatten wir die Ehre, an den Kanalisationen der schönsten Städte unseres Landes arbeiten zu dürfen. Stets mit unseren Grundprinzipien der Freude an der Arbeit und des überlegenen industriellen Designs. Wir bei KCC glauben, dass unsere Designs keinesfalls unterirdisch sein müssen, nur weil wir unter Tage arbeiten. Unsere Arbeit ist eleganter als eine Dame, prächtiger als ein Springer, gemütlich wie ein Bauer und ein echter Gewinn für alle Beteiligten. Ich freue mich darauf, Sie vor Ort zu treffen, CEO der Knights Construction Company. Ehrenmitglied des Weltschachverbands, ehrenamtlicher Berater des Raccoon Schachclubs, ehrenamtlicher Leiter der Fischer Schachfreunde, R.B. Fischer. Ja, ganz klar ein Schachfan. Ich wollte schon sagen, gibt es irgendeine Auszeichnung bezüglich von Schachvereinen, den dieser Typ nicht hat? Warum nennt er sich nicht einfach Baron von und zu Schach? Ja, dann hätte er das Ganze abgerundet mit seinem Namen. Gucken wir uns jetzt erstmal das Tape an. Bitte. Oh, bitte aufhören. Kirk Patrick. Nein. Hier drüben, du Freak! Tu ihm nicht weh! Tu ihm nicht weh! Oh. Das Virus. Ich wette, die Ratten verbreiten es. Kann es sein, dass die Ratten sich auch zu diesem komischen Glibber-Ding in der Kanalisation zusammengeschlossen haben? In Anführungszeichen zusammengeschlossen. Oh, 4 blaue Kräuter, 4 grüne Kräuter, 2-mal rot. Wir können uns hier so viele Heilsachen herstellen, das ist unfassbar. Wir haben generell... Ich habe sehr viel gespart, merke ich gerade. Auch vom Schießpulver her. Ich weiß allerdings immer noch nicht, wofür ich das Ganze dann investieren soll. Schrotflinte wäre durchaus eine gute Option, würde ich sagen. Zumindest einmal sollte ich mir Schrotflintenmunition herstellen. Ich denke mal, das
schadet nicht im geringsten. Ansonsten, ja, was die Magnum angeht, da behalte ich die erst einmal mit vollem Magazin und nehme mir die Munition erst dann, wenn ich nachladen muss, eines Tages. Also, ich bin von den ganzen Ressourcen her noch ziemlich gut bestellt. Ich würde auch sagen, ich stelle mir noch einmal ein grün-rot-blaues Kraut her. So. Dass mir einfach mal so ziemlich alles an positiven Statuseffekten geben wird. Volle Gesundheit, einen kurzweiligen erhöhten Schutz sowie die Immunität gegen Gift. Aber das machen wir, wenn es soweit ist. Das tauschen wir so aus. Passt. Wunderbar. Dann kann man an dieser Stelle durchaus den Part jetzt beenden, würde ich sagen. Es sei denn, hier ist noch eventuell irgendwas aufzusammeln. Ich möchte nur vorsichtig sein. Okay. Hier können wir wahrscheinlich wieder mit der Elektronik rumspielen. Öffnen der Tür zum U-Bereich. Ich habe bei dem letzten irren Transfer das Ding verloren, in dem steht, wie man die Tür zum U-Bereich öffnet. Ich weiß zwar noch, dass man in jedes Terminal einen Stecker stecken muss, aber sollte jemand sich noch daran erinnern, welcher wohin gehört, so sei er doch bitte so lieb und teile sein Wissen auf der Pinnwand. Und ich sehe auch etwas auf der Pinnwand. Bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Ah, es ist Rätselzeit in Resident Evil. Wunderbar. Okay, das würde ich aber sagen, lösen wir dann erst im Laufe des nächsten Parts, oder? Ich meine, wir haben ja jetzt sowieso scheinbar noch nicht alle Stecker. Wir haben hier, was ist das? Wir haben auf jeden Fall einen Bauern. Das sieht aus wie... das hier ist der Springer. Das hier ist, glaube ich, ein Läufer. Würde ich jetzt so vom Aussehen her sagen. Denke ich. Oder die... So genau erkenne ich das leider nicht. Naja, wir müssen sowieso erst einmal die Stecker finden. Das ist jetzt die Hauptpriorität. Wir haben hier zwei Türen, die aus diesem Raum hinausführen. Und ich würde sagen, wir haben mehr als genug Farbbänder. Da würde ich sagen, setzen wir eines jetzt ein und das nächste benutzen wir dann, sobald wir alle Stecker gefunden haben. Puh. Tatsächlich sind die Abstände, mit denen ich bereit bin zu speichern, immer kürzer geworden. Also die Parts, die werden jetzt scheinbar ein kleines bisschen kürzer, jetzt wo es immer mehr Richtung Ende des Spiels zugeht. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es so langsam gegen Ende des Spiels gehen sollte. Schließlich, guckt euch das an, wir haben hier bereits keinen Platz mehr. Wir haben Polizeistation, Untergrundanlage hinter dem RPD, Kanaleingang, Kanalisation. Hier gibt es keinen weiteren Platz mehr für noch ein Gebiet. Also wird das hier wohl höchstwahrscheinlich das letzte sein. Höchstwahrscheinlich, kann ja auch immer noch sein, dass die das erweitern. So nach dem Motto, haha, reingelegt. Davon abgesehen haben wir ja immer noch nicht den Herzschlüssel gefunden, den wir ja noch für ein paar Türen in dem Polizeipräsidium brauchen. Wer weiß, ob wir da überhaupt nochmal hin zurückkehren. Wer weiß, wer weiß. Okay, genug spekuliert, jetzt wird gespeichert und der Part wird beendet. Gespeichert habe ich ja schon, nicht Depp. Okay, na dann Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.